Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen auf dem Martin-Kanal. Wir sind immer noch dabei und versuchen, die Tresoren aufzukriegen. Chris hat irgendwie ein kleines Aggressionsproblem. Und ja, Folge 2 wollten wir eigentlich mit der Flex loslegen. Ich denke mir so, scheiß drauf, wir nehmen gleich den Plasmaschneider. Ich habe richtig Bock, zu Plasma zu schneiden. Das machen wir jetzt. Let's go. Was ist denn überhaupt ein Plasmaschneider? Ein Plasmaschneider, wer es nicht gesehen hat, guckt sich gerne das Video an, da habe ich nochmal alles erklärt. Ich weiß es auch nicht, es steht ein Lichtbogen, der Metall schneidet. Da drüben an der Tonne haben wir gesehen, habe ich mir auf jeden Fall schon mal ein bisschen ausgelassen. Es geht halt richtig gut. Das Ding ist, wir hatten damals das Problem, dass wir nicht genug Spannung anliegen hatten. Das heißt, wir konnten nicht auf volle Bude gehen. Jetzt haben wir aber eine Hauptleitung. Das heißt, wir können heute vielleicht mal ein bisschen höher als 25 gehen. Hier haben wir jetzt den Massenschluss. Gut, okay. Sorry, mein Fehler. Mal einfach mal anschalten. Machen wir kurz einen Test. Oh ja. Ja, ja, okay, wir haben es. Aber erstmal Schutzkleidung anziehen. Was hat das jetzt hier gemacht? Naja, es hat halt ganz kurz einen Kontakt gehabt mit Metall und jetzt hat es gerade gefunkt. Ich ziehe mir jetzt erstmal was Wichtiges an, und zwar eine Schutzbrille und auch eine feuerfeste Jacke. Du auch, Chris. Na, Martin schneidet, aber wir hatten beim letzten Mal wirklich hier so bei 20, hat schon gereicht, um einfach die Tonne aufzuschneiden. Mhm. Aber die geht bis? 50. Bis 40 oder so. Das ist auch ein bisschen dicker. Ich glaube, hier musst du halt auch voll aufdrehen. Und dann gehen wir erstmal auf 25. Okay, bereit? Ja. Ist voll am Glühen. Siehst du das? Sind das die Bälle, die dir jetzt glühen? Ja, keine Ahnung. Das muss die Bälle sein, oder? Was war das jetzt? Warte. Krass. Halt mal ein Stück weg. Oh, der hat aber zu kämpfen. Mach schneller. Ja. Mach ich ja nichts durch. Ich muss probieren. Ich mache jetzt mal voll. Ich dreh mal voll auf. Ja, mach mal. Fährst du mal da lang. Boah. Jetzt sehe ich das erstmal hier. Ich habe das ja mit meiner Brille, sehe ich das ja mal gar nicht so. Ich glaube, da setzt sich halt etwas davor und deswegen hast du mal keinen Kontakt, oder? Ich glaube, wir müssen das mal wechseln hier. Sieht die nicht mehr, die sieht gar nicht mehr so gesund aus. Nee. Obwohl, das ist bloß, dass vorne was dran ist. Die Spitze hier? Die ist nur gut, das ist die Spitze, finde ich. Zeig mal. Das sieht nur ganz gut aus. Das aber nicht. Aber das sieht nicht mehr ganz denk gut mal, weil das schmilzt und dann sich ja irgendwie verhärtet. Ja. Also das waren auf jeden Fall gerade Gerüche, die sich da entwickelt haben, die ich noch nie gerochen habe. Ja, man muss wirklich lange drauf bleiben. Das ist halt auch echt dicke Wandstärke hier. Das ist halt auch volle Bude Metall, ne? Ja. Bereit? Ja. Ready? Ja. Ready? Go! Alter, der Innenraum blüht schon. Alter. Wenn du das mal anguckst hier, wie dick dieses Metall ist. Die Frage ist, kommen wir da jetzt durch? Oder können wir den Kente prickeln aus dem Kindergarten? Können wir den so frei prickeln und dann mit dem Vorschlaghammer durchknallen? Ja, wir können es probieren. Du würdest schon so reinkommen, aber es dauert halt einfach. Muss mir halt jetzt mal einen Moment Zeit geben. Ich kann jetzt mal so 5 Minuten probieren. Musst du halt einen Timelapse machen? Ja, ich stelle die Kamera auf und du probierst. Ja. Also, das habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Kommst kaum durch, ja. Vielleicht wäre die Flex doch die bessere Wahl gewesen. Willst du mal mit dem Vorschlaghammer einmal drauf trabbeln? Kann ich machen. Aber ich denke mal, ich werde es so verbiegen. Denn na, aber wir können ja mal gucken. Einfach mal, warte, ich nehme noch die Masse ab. Kann uns jetzt, ja, vielleicht gehen wir ein Stück weg, wegen also heiße Metall, heißen Bröckelchen, die rumfliegen können. Gar nichts.
Also mit der Methode bräuchten wir Stunden, um das hier rauszudingsen. Also das ist ja. Das ist aber auch null effizient. Guck mal, das ist am Anfang war noch relativ gut hier. Aber. Und danach kommt ja nochmal eine Wand. Das heißt, das ist quasi nochmal. Ja, das scheint ein spezielles Metall zu sein. Ja, vor allem hat das Ding ja auch hier seine Grenzen. Da steht auch hinten drauf, wie dick das maximal sein darf. Und das, halt das ist jetzt hier einfach viel zu dick. Pass auf. Nicht lang schnacken, flex und nacken. Neues Loch oder da? Was? Neues Loch? Nein, oder lang schneiden, oder? Okay. Alter, das ist übel mühselig. Boah, krass, weil es ist anstrengend, das glaubt man gar nicht. So, die ist los, ich hab schon geguckt, die ist gerade. Warte. Bisschen Milch und los geht's. Alter. Was ist das? Rudi, keine Ahnung, was das ist. Ich würde es gerne anfassen, aber es ist bestimmt Arschhalt. Das ist ultra leicht. Was ist denn daran so schwer an dem Ding, wenn das so leicht ist? Das ist echt nur wegen Brandschutz wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist halt, weil die brennt ja nicht, das Zeug. Leck mich geschissen, ist das. Ja, wollen wir die Schlacke vielleicht mal auskippen? Ja, wir müssen sie ja irgendwie jetzt mal weg. Am besten nehmen wir uns da so einen Eimer und machen erstmal leer. Ja. So, das ist, glaube ich, das cleverste. Ich würde einfach mal hier rausholen jetzt, wenn ich da irgendwie reinkomme. Die Schicht hier drin noch ein bisschen dünner als die hier. Ne? Diese würde ich auch sagen. Aber wo kommt der Beton her? Warum ist hier auf einmal Beton? Wo kommt der her? Kommt der hier von der Seite? Ja, da war noch eine Betonschicht drüber irgendwie. Ja, weil der hast du bestimmt verbrannt, als du mit dem Hammer aufgeklopft hast, wie so ein Irrer. Ja, wahrscheinlich hat sich die dabei gelöst. Ist ja locker 5 mm dick. Mehr schon abschneiden können hier. Ja, sorry. Ich frage mich die ganze Zeit, wo kommt dieses scheiß Gewicht her, wenn das so leicht ist. Das ist ja, das wiegt ja nichts. Das ist ja wie Katzenstreu. Der wiegt mindestens das, ich glaube, das ist ein bisschen schwerer als der davor. Also, ja. Da ist Beton drin in den Seiten hier. Na, wenn da Beton drin ist. Ah. Also die ganzen Seiten sind mit Beton gefüllt. Deswegen ist es so schwer. Und die Oberseite ist mit dem Zeug und die Unterseite. Oh. Aber warum ist die Oberseite mit dem Zeug? Was hat das für einen Sinn? Das muss ja den Erbauer fragen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich würde mal kurz was versuchen. Ja, wenn du jetzt hier nämlich reinflext, kommst du auf Beton. Wir haben ja eine Steinschneide. Mann. Das Ding hier ist ja dazu da, um eigentlich Stein zu schneiden. Ja. Bis zu einem gewissen Grad schaffst du damit auch Metall. Wollen wir den mal umkippen und wir schneiden mal da rein? Klar. Oder? Das ist voll leicht, oder? Was war das? Was war das? Weiß ich nicht. Warte, meine Deckung. Halt für Steine gedacht und nicht für Metall. Und das merke ich gerade. Ich komme null durch. Ja. Oh, das wird jetzt mühselig. Der klebt extra. Ist es denn vonnöten? Ist vonnöten. Wir müssen da rein. Oder wollen wir oben weitermachen? Na, oben haben sie. Also ich will den aufhaben. Ja, dann musst du oben weitermachen. Nur kurz was gucken. Das kommt auch wieder runter. Mach doch mal ein kleines Dreieck oder so. Was ist das? Ist das kein Beton? Das muss was anderes sein. Das ist kein Beton. Weil ich staubt jetzt richtig hier. Ich glaube schon, dass Beton ist da unten. Ich glaube auch. So, wenn du jetzt hier reinfilmst, siehst du hier vorne an der Seite den ganzen Beton hier. Denk mal, dass die ganzen Wände voller Beton sind. Ja.
Da ist irgendwas, was verhindert, dass ich weiterkomme. Beton. Ist das kein Beton? Doch, oder schon. Wir müssen oben rein. Ja, hier, ja. Ach nee. Mann! Die unendliche Kelloggs. Gut. Ja. Da ist Beton an der Seite. Gucke. Hier. Aber der sieht nicht aus wie da. Hier sind eine kleine Schicht Beton. Okay, hol raus den Scheiß. Da siehst du es. Da das ist voll, das die Betonschicht. Da ist das. Aber dick, ne? Dick. Das Gewicht. Ach krass, dass wir durch Zufall nach oben rein sind. Ja. Weil, ne? Aber was ist denn der Grund dafür, dass hier oben die Dinger drin sind? Das verstehe ich echt nicht. Da gibt es safe bestimmt übelst einen plausiblen Grund für. Aber wir merken uns, Oberfläche des Tresors, bis jetzt beste Angriffsfläche. Alter, bis jetzt ja. Aber wenn das jetzt die letzte Schicht ist, würde ich sagen, dass der erste Tresor, der alte, deutlich besser aufgebaut war. Ja, sehe ich auch so. Aber wir müssen erstmal die Perlen rausholen, weil sonst fallen mir die immer wieder in den Schnitt rein. Das ist halt auch blöd. Also, wir haben festgestellt, die zweite Schicht ist etwas dünner. Und wir werden jetzt nochmal mit dem Plasmaschneider angreifen. Im Loch sieht man das so ein bisschen. Geh bereit? Mhm. Gut, also wenn wir ehrlich sind, dann ist die Flex 30 mal schneller als der Plasmaschneider. Ja, da sind wir mal ehrlich und das ist noch wahr. Jemand direkt auf so einen Tresor einen guten Aufwand, ne? Oh. Sprengstoff. Ja, Mann, Sprengstoff wäre jetzt was Geiles. Oder so ein riesiger Bagger. Aber das ist ja, das ist ja übel scheiße. Das ist super mühselig. Ist kein Ergebnis. Hier. Keine Ahnung, ich sehe nichts. Vielleicht brennt doch das, was drin ist. Was haben wir denn da? Oh, Gewicht 300 Kilo. 300 Kilo? Steht nicht noch an. Geil, gut geschätzt. Alter, da ist ein Blech drin. Der Zwischenboden, oder? Ja. Das hat man gehört. Das ist der Boden. Das hat man gehört. Das hat man gehört. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich hatte recht, es sind 300 Kilo. Die schlechte Nachricht, das Ding ist leer. Das ist komplett leer. Das ist komplett leer. Da ist gar nichts drin. Das ist einfach komplett leer. Aber man sieht hier echt, wo du lang reingedrümmelt hast jetzt, ne? Ja. Richtig verbogen hier. Alter, scheiß drauf. Das ist einfach leer. Stell euch mal vor, wir wären mit der Endoskopkamera da reingekommen, hätten gesehen, dass das Teil leer ist. Ja. Das Arbeit sparen können, ja. Das wäre ein übelster Downer gewesen. Scheiße.
Und das, was wir klappern hören, war nur diese kleine Scheißklappe. Ja. Der ist einfach leer. Oh. Ich finde den Aufbau aber nicht gut. Dass der innen, nee, dass der nicht. Kern innen, guck mal, das ist ja links hier. Also das ist die größte Schwachstelle von den Versuchten. Ja, mit ein bisschen Smacks. Coco Pops. Ja, das war echt ein bisschen enttäuschend. Alter, dafür die ganze Buckelei hier. Ist schon ein bisschen enttäuschend. Das Ding ist, wir müssen ihn trotzdem irgendwie noch oben. Wir müssen ihn wieder ein bisschen zerlegen, ja. Ja, ich muss den jetzt ein bisschen zerlegen. Boah, ich werde mal versuchen, an der Tür mit der Flex so hier vorne rein. Das war auch ich würde wirklich gerne mal, können wir versuchen, das hier abzumachen? Guck mal, das ist ja angeschraubt hier. Dass wir das rausnehmen, ich möchte gerne mal irgendwie so die Bolzen sehen. Ja, ja. Wie dick die sind. Wir kommen da sogar ran, ich kann das mal machen. Also, wir schrauben jetzt hier noch die Verkleidung ab. Wir wollen mal gucken, wie der aufgebaut ist, aber ihr seid wahrscheinlich genauso enttäuscht wie ich. Macht euch nichts draus, im Leben geht es manchmal genauso zu. Folgt mir gerne mal Instagram, mir und Chris. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Oh Mann. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.